Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns wieder im, ich darf schon gar nicht mehr schönen, sonnigen Tamriel sagen. Wobei sonnig ist es schon, aber es ist auch leider sehr verregnet. Wir sind da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben und die grüne Dame steht hier. Der Feldwebel meinte, Valyn-Hafen wäre ohne euch gefallen. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Ich bin die grüne Dame, die Neue. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Der Clan der Drublok unterstützt mein Volk für gewöhnlich in Kriegszeiten. Wir müssen herausfinden, was sich verändert hat. Wie machen wir das? Ich gehe nach Drabul, der nächsten Waldorksiedlung. Falls der Silvener ankommt, werde ich ihn vorausschicken. Wenn ihr könnt, dann würde ich eure Hilfe in Drabul sehr zu schätzen wissen. Ihr habt auch einen Speer in diesem Schwein, da ihr hier gegen die Drublok gekämpft habt. Ihr habt auch einen Speer in diesen Schwein, okay. Warum gehen wir nicht einfach zusammen? Um es klar zu sagen, ihr könntet nicht mithalten. Seid nicht beleidigt. Ich kann sehr rasch durch den Wald reisen. Ich werde hier noch ein paar diplomatische Pflichten erledigen und trotzdem schneller als ihr in Drabul sein. In Ordnung, dann treffen wir uns in Drabul. Valyn-Hafen wurde auf meine Hochzeit vorbereitet, weshalb ich mir die Zeit nehmen muss, mich mit den Einheimischen zu treffen. Keine Sorge, ich werde trotzdem vor euch in Drabul sein. Wird der Silvener sicher sein, wenn er hier ankommt? Er wird so sicher sein, wie es seinem Gefolge möglich ist. Macht euch keine Sorgen. Ich mag die körperliche Robustheit der Waldelfen verkörpern. Aber der Silvener besitzt unsere ganze geistige Kraft. Deshalb ist unsere Verbindung meinem Volk so wichtig. Was meint ihr? Die Bosmar lebten einst sorgenfrei, völlig unbeschwert von allem, was jenseits von Valenwald vor sich ging. Doch die Zeiten haben sich geändert. Und so haben auch wir uns verändert. Der Silvener birgt die spirituelle Essenz der Bosmar und die grüne Dame ihre körperlichen Aspekte. Jede Generation erneuern wir unsere Schwüre. Wer genau seid ihr? Mein Name ist Gwering. Und ich wurde erst vor kurzem zur grünen Dame. Die ehemalige grüne Dame, meine Tante Finoriel, starb, als sie im Auftrag der Königin des Dominions auf Reisen war. Mit ihrem Tod wurde mein Schicksal enthüllt und ich begann die nötigen Rituale. Was für Rituale waren das? Zu viele, wenn ihr die Wahrheit hören wollt. Trotzdem ist es wichtig, dass die Bosmer sehen, wie der Silvener und die grüne Dame heiraten. Es sorgt für Stabilität. Ich bin stolz auf mein Erbe und habe mich von meinen weltlichen Verpflichtungen losgesagt, um die grüne Dame zu werden. Okay, dann würde ich sagen, da unten müssen wir hin. Ich porte erstmal dahin und wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. Ja, und schon sind wir da. Und ich reite, nee, ich reite doch in die richtige Richtung. Da ist sie. Es freut mich, dass ihr in einem Stück zurückgekehrt seid. Ja. Habt ihr schon mit den Drublok gesprochen? Nein. Nun, ich habe mit ihnen gesprochen, aber keine Antworten bekommen. Das könnte etwas mehr Mühe erfordern, als ich zunächst gedacht hätte. Die Drublok weigern sich, mir etwas zu sagen. Nach dem, was in Valyn-Hafen geschehen ist, kann ich mir denken, warum. Ihr habt am Hafen geholfen. Kann ich auch hier auf euch zählen? Was benötigt ihr? Noch ein Augenpaar mehr. Ich muss mich mit Häuptling Agrak treffen, doch meine Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt. Aber ich kann einen Schein, eine Verkleidung für euch erschaffen. Als Drublok-Soldat werdet ihr dorthin gehen können, wohin ich nicht kann. Ihr wollt mich als einen Drublok-Soldaten verkleiden? Zuerst nehmt ihr eine Haarlocke eines Drublok-Champions, entfernt sie mit einer Klinge, wenn ihr müsst. Häuptling Agrak wird eure Stärke respektieren und euch Zutritt zu der Versammlung gewähren. Wenn er uns belügt, ich werde eine Verkleidung mit der Dubrok-Haarlocke herstellen. Dann könnt ihr euch umsehen. Ich mache mich an die Arbeit. So, das Problem, was ich jetzt gerade sehe. Wir haben ja sehr viele Gegner. Ich schalte mal auch die Dings an. Springen mal einfach mitten durch. Hoffen, dass keiner hinter uns herkommt. Besorgt eine Locke. Okay, warum kann ich das eigentlich nur von hier besorgen? Wieso konnte ich das nicht von denen, die sowieso schon vorne standen, besorgen? Wie kommst du denn jetzt eigentlich schon wieder her?
Nein, oh, Basti. Mensch, nerv mich nicht. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Über den Weg. Über den Weg hier. Hi. Roku erzählte von euren Taten in Wellünhafen. Sie sagt, dass meine Champions dumm genug waren, euch anzugreifen. Sie verdienen ihr Schicksal. Ich bin allerdings nicht so leicht zu beeindrucken. Also sagt mir, warum seid ihr in meine Festung eingedrungen? Die grüne Dame wollte, dass ich herkomme. Wo ist sie? Ach, sie ist hier irgendwo und steckt ihre Nase in die Angelegenheiten der Dublok. Sie bereitet mir schlechte Laune. Das macht sie. Sie hat kein Recht, den Droblock zu sagen, was sie tun sollen. Neugierige Waldelfen sollte man auf ihren Platz verweisen. Habt ihr deshalb Wellünhafen angegriffen? Achtet auf euren Ton, Welpe! Kein Droblock schuldet euch Rechenschaft. Da kommt eure Elfenfreundin. Verschwindet, bevor ich die Geduld verliere. Wie erwartet. Häuptling Agag versteckt etwas, aber ich weiß nicht, was es ist. Gut, dass wir das schon eingeplant haben. Seid ihr bereit für eine kleine List? Ja, was soll ich tun, sobald ich verkleidet bin? Ich möchte, dass ihr ihren Schamanen sucht. Ich habe ihn vor kurzem in Richtung des Strands gehen sehen. Der Häuptling wartet auf etwas und ich muss herausfinden, worauf. Findet ein gutes Versteck und belauscht sie. In Ordnung, ich bin bereit für die Verkleidung. Gut, folgt mir. Hierfür sind wir lieber etwas weniger sichtbar. Wohin, wohin? Ihr wollt diesen Krieg nicht, Roku. Okay. Ich kenne diesen Clan schon jahrelang. Wir waren noch nie Verbündete. Aber diese Feindseligkeit ist unerwartet. Dadurch solltet ihr mit dem Droblock ohne Blutvergießen reden können. Ja, jetzt bin ich hässlich, aber Hauptsache ich komme jetzt hier durch. Okay, dann... Reiten darf ich noch, sehr schön. Ich hoffe, dass... kann ich da... Ja, da kann ich runterreiten. Ich hoffe, dass ich jetzt soweit alles erledigen kann erstmal. Dass es hier keine Fackelträger oder sowas gibt. Ich habe es schon lange nicht mehr gemacht, ehrlich gesagt, diesen Teil. Hallo? Warum muss ich Häuptling Agag immer noch mit dieser Erscheinung treffen? Möge dies das letzte Mal sein, dass ich diese verfluchten... Welche Bestie spricht nur durch ein Ritual? Ich vertraue ihm nicht. Mhm. Okay. Muss doch hier hoch, ne? Ja, okay. Ich hoffe jetzt, dass wir die nicht in der richtigen Reihenfolge irgendwie anzünden müssen. Das wäre jetzt auch, denke ich mal, zu kompliziert, das herauszufinden. Warum stört ihr mich? Ihr habt eure Befehle, Droblock. Warum stört ihr mich? Ist etwas schiefgegangen? Können wir den Plan noch einmal durchgehen? Die grüne Dame muss bis zu meinem Eintreffen festgehalten werden. Ich habe euch die Materialien gegeben, die ihr für die Bindung braucht. Ihr darf kein Haar gekrümmt werden. Sonst bezahlt euer Stamm mit Blut dafür. Wellünhafen ist nur das erste Geschenk. Die Eroberung von 100 Städten wartet, wenn mein Wille geschieht. Ich verstehe. Nun verschwindet. Es gibt noch viele Dinge, die ich in Sylvanar vorbereiten muss, bevor ich nach Drabul zurückkehren kann. Sorgt dafür, dass sich niemand in das Ritual einmischt. Die grüne Dame darf nicht entkommen. Sie ist fort. Ihr seid zu spät. Ich weiß, dass ihr kein Droblock seid. Ihr seid wie ich mit der grünen Dame befreundet. Aber euer Schwindel kam nicht schnell genug. Sie ist weg. Fort? Wohin? Sie ging in die Falle, von der der Bluthund sprach. Jetzt wartet mein Onkel, der Häuptling unseres Clans, darauf, dass der Bluthund sie wegbringt. Es könnte noch genug Zeit sein, um sie zu retten. Sprecht mit meinem Vater, dem Schamanen Glasulk. Weiß er, wie man sie befreien kann? Ja. Er hat ihr auf Wunsch des Häuptlings in die Falle gestellt. Er ist in der unteren Arena.
Ich habe schon genug Worte darauf vergeudet, ihn zu überzeugen. Vielleicht hört er ja auf jemand anderen. Was war diese Schattenwolf-Kreatur? Er nennt sich selbst der Bluthund. Ich weiß wenig darüber, wer er ist oder was seine wahren Ziele sind. Ich weiß aber, dass es ihn nach der Aufmerksamkeit der grünen Dame verlangt. Er würde ganze Dörfer abschlachten, wenn er dadurch gewährleisten könnte, dass ihr kein Leid geschieht. Warum tun die Drublock das? Wir haben über Generationen Seite an Seite mit den Bosmer gelebt. Manche würden sagen, dass sie mit Abscheu auf uns herabblicken. Und sie hätten damit recht. Häuptling Agrak ist im Unrecht. Aber es gibt so viele, die ihm folgen. Viele, die dafür kämpfen würden, die Bosmer gedemütigt zu sehen. Ja, das ist natürlich nie etwas Gutes. Okay, die Frage ist jetzt noch, bin ich ja ein überzeugter Schamane, beziehungsweise zumindest ein Ork? Noch kann ich hier durch. Ich befürchte aber, dass gleich die Szene kam, wo ich entdeckt wurde. Können wir hier was mitnehmen? Och, das hängt hier gerade so schön rum. Nehmen wir das doch mit. Hi. Moment, das lesen wir noch kurz. Wie immer gilt natürlich für alle, die lesen möchten, einmal auf Pause drücken. Ich habe Häuptling Agrak gesagt, dass jemand kommen würde, um diesen Wahnsinn zu beenden. Und hier seid ihr. Aber ihr seid zu spät. Ich weiß. Roku sagte, ihr könntet die grüne Dame retten. Das arme Kind wird von geborgter Magie gebunden, so wie es mein Bruder befohlen hat. Der Bluthund kommt, um sie zu holen. Ihr könnt es nicht verhindern. Könnt ihr es nicht verhindern? Sprecht nicht in diesem Ton mit mir. Es ist nicht so einfach, wie ihr denkt. Ich bin alt. Bald werde ich sterben. Ich kann nicht über die Zukunft meines Stammes entscheiden. Diese Rolle fällt dem Häuptling zu, meinem Bruder. Das ist auch nicht die Zukunft, die eure Tochter für den Stamm will. Roku, sie ist jung, aber sie sieht unser Ringen mit klarem Blick. Mein Bruder hätte auf sie hören sollen. Ich kann euch nicht helfen. Aber ich gebe euch, was ihr braucht. Was muss ich tun? Nehmt dies, um die Energie aufzunehmen, die die grüne Dame gefangen hält. Nur dann können ihre Bande gelöst werden. Roku wird am Eingang der Hauptarena sein. Sagt ihr, dass ich jetzt alles verstehe. Sagt ihr, dass sie recht hatte. Okay, ich meine, immerhin gab es da eine späte Einsicht. Gut, oh, da sehe ich jetzt gerade einen Rucksack, den schnappen wir uns natürlich. Och, das Mammut hat mich jetzt aber gerade erschreckt. Moment, wir müssen jetzt hier hoch. Hier, ne? Hätte ich jetzt auch reiten können, aber egal. Ja, genau, da ist sie. Roku! Habt ihr mit meinem Vater gesprochen? Wir müssen uns beeilen. Mit oder ohne seinen Segen. Er hat sich zwar nicht bereit erklärt, direkt zu helfen, aber er hat mir das hier gegeben. Es ist seine Machart. Doch diese dädrischen Symbole sind nicht Maulochs. Aber es bleibt keine Zeit, sie zu untersuchen. Wenn er euch das gegeben hat, dann dürfte es wohl dazu dienen, die grüne Dame zu befreien. Habt ihr eine Ahnung, was die Symbole sein könnten? Ich bin eine Kriegerin, keine Schamanin. Ich würde zu lange brauchen, bis ich darauf käme. Wenn mein Vater es euch nicht gesagt hat, dann ist es vielleicht auch nicht so wichtig. Oder er hat sich womöglich geschämt. Ich bin bereit. Bringt mich in die Arena. So, ich bin wieder ich. Was muss ich denn? Zerstört die Bindungen. Okay. Du übernimmst den. Ich bewahre euch vor dem Angriff. Ich das Totem. So, einmal. Zweimal. Dreimal.
Geh mal. Fünfmal. So, wo ist der Bluthund? Du bist nicht der Bluthund. Ich sehe mich gerade gar nicht auf der Karte. Hallo? Nö, ich bin nicht mehr auf der Karte. Ach, da ist der Bluthund. Hallo. Boku, bleib zurück. Obwohl ich in des Silvenas Stadt bin, habe ich Macht. Häuptling, macht sie nieder. Ich habe euch gewarnt, Roku. Ihr habt euch entschieden, euch gegen euer Volk Nein, zu stellen. Nein, Bruder, haltet ein! Meine Tochter, das ist keine Treue. Ihr seid das Haustier des Bluthundes. Häuptling Agrak, ihr müsst viel erklären. Der Bluthund. Ich weiß, wer er wirklich ist. Das heißt nichts Gutes. Ja, das ist richtig. Mir tut's immer wieder leid, wenn doch sympathische Charaktere sterben müssen. Der Bluthund, er ist zu weit gegangen. Wenn er die Wahrheit sagt, dann ist der Silvenar, mein Silvenar, verschwunden. Wer ist der Bluthund? Kennt ihr ihn? Ja, aber es würde zu lange dauern, das zu erklären. Ich muss ihm nachsetzen. Der Bluthund ist einzig und allein mein Problem. Trotzdem kann ich den Silvenar nicht einfach der Gefahr überlassen. Es ist, als müsste ich an zwei Orten zugleich sein. Was werdet ihr machen? Ich muss mich dem Bluthund stellen. Wenn ich mit ihm verhandeln kann, muss ich dem Silvenar nicht hinterhergehen. Selbst nach all dem, was er getan hat, muss ich ihm diese Chance geben. Ja, und wir erhalten eine einhändige Axt vom Donnerkäferpanzer und natürlich einen Fertigkeitspunkt. Und der Schamane, der gerade hier im Hintergrund... Ich hätte ihn aufhalten sollen. ...im Hintergrund vorbeigeschlichen ist, möchte uns sicher eine weitere Quest geben. Das ist alles meine Schuld. Mein Fleisch und Blut tot, weil ich nicht hören wollte. Aber das ist nicht eure Sorge. Werdet ihr als nächstes nach dem Silvenar suchen? Wisst ihr, wohin er gebracht wird? Yatsugur. Dorthin hat der Häuptling unsere Krieger geschickt, um sich auf die Lauer zu legen. Wenn der Silvenar von unserem Clan gefangen gehalten wird, wird er dort sein. Dann werde ich zuerst dort nachschauen. Ja, und ich würde dann auch sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil wir haben ja jetzt erstmal den Teil mit der grünen Dame erledigt und in der nächsten Folge werden wir dann hoffentlich den Silvenar finden und befreien können. Bis zur nächsten Folge. Ciao!